Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Minecraft auf der PS4. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß bei dieser Folge und wir legen auch gleich einmal los und werden als erstes mal Kühe und Schafe wieder züchten, würde ich meinen. Das bauen wir uns dann auch noch hier rein in die Form. So, das habe ich ja nicht mehr drin, zufälligerweise. Nein, okay, alles klar. Machen wir das so. Und diesmal habe ich auch die Uhr nebenbei an, dass ich weiß, okay. So viel Folgen habe ich schon. So viel brauche ich noch. Minuten, meinte ich. Dass ich diesmal einen besseren Zeitüberblick habe. Und nicht wieder die Überblick verliere, wann ich angefangen habe, weil ich vergessen habe drauf zu schauen. Weil das passiert man nämlich sehr schnell, leider. Daher gebe ich diesmal ein bisschen mehr Acht. So, wo sind die ganzen Schafe? Mir fehlen ja aber Schafe, kann das sein? Da. Und da und da. Da und da. Da und da. Da. Da und da. So, wunderbar. Da und da. So, wunderbar. Mal schauen, ob ich hier was aus Neuer rausbekomme. 1, 2, nix. Okay. Hätte ja klappen können, dass da ein Hühnchen rausschlüpft. Aber nein, will es nicht. Ist kein Problem. Hier haben wir nochmal 2 Eier. Kein Glück, kein Glück. Naja, man kann nicht immer Glück haben. Ich hatte schon bei den letzten Malen sehr oft Glück gehabt, dass aus den Eiern was rausgeschlüpft ist. Daher kann man das Glück nicht immer haben, was das angeht. Ich werde mal bei diesem Baum die Strohballen ringsrum legen. Da muss ich den mal auf andere Stelle packen. Ist aber kein Problem. Also komme ich nicht. Okay. Aber sieht irgendwie geil aus. Kann man machen. Ich mache noch mal eine Reihe rum. Ich werde noch mal versuchen, Dorfwächte zu klauen, dann haue ich ja noch welche ringsrum. Dann sieht das so aus wie ein Strohbett, wo sie sich dann drauflegen können im Schatten. Und was macht der hier drin, der Händler? Was willst du denn hier in meinem Grundstück, du Penner? Hast du irgendwas Gescheites? Nee, ne, nur wieder Kacke. Wie immer. Aber ich lasse dich diesmal leben. Du hast Glück. Aber nur ausnahmsweise. Weil normalerweise töte ich die immer. Hehe. Weil ich das Leder will. Das Leder von seinen Lamas. Das lohnt sich dann nämlich immer voll. So. Die brauchen auch wieder ewig zu wachsen. Warum auch immer. Da hinten ist ein Panther. Cool. Ja, ich überlege mich gerade, ob ich es riskiere, ins Dorf zu rennen und mir noch ein bisschen, sag schon, Ding zu klauen. Bisschen Strohballen. Obwohl, ich könnte mich doch bewaffnen. Habe ich denn noch, was habe ich an Pfeilen da und so ein Zeug? Da kommt da hoch, das kommt dahin. So, müsste ich ja mal schauen, was ich habe an Pfeil und Bögen eigentlich. Ein Bogen, 9 Pfeile. Ist nicht viel. Aber könnte eventuell ausreichen. Wir können es aber probieren, ob wir den damit getötet bekommen. Weil der Bogen hält auch nicht mehr lange. Also muss ich ein bisschen sorgsam damit umgehen.
Aber ich würde gerne mal den Golem vielleicht versuchen zu töten, weil er wirklich Dauer-Akku auf mich ist. Da würde ich den gerne einfach mal los haben, was das angeht. Deswegen versuche ich den mal jetzt anzugreifen. Eventuell habe ich auch Glück und es funktioniert. Ich kriege ihn vielleicht getötet. Ja, lass ruhig in meine Richtung kommen. Ja. Ja, dachte ich mir, es wird nicht reichen. Aber ein Versuch wert, definitiv. Ich könnte vielleicht noch mal mit dem Schwert zuhauen. Einmal. Oh, Scheiße! Fuck! Dieser kleine Dreckskanackenaffe. Scheiße! Aber ein Schlag, das hat auch immer Zeit gebraucht. Was ist das für ein Scheiß? Warum ist das so verschieden? Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht, ne? Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht. Das war immer zwei Schläge bis jetzt und jetzt auf einmal ist es ein Schlag, ich bin tot. So ein Spasti. Mein schönen Löffel weg. Wie viele Schläge braucht der Spast eigentlich, dass er stirbt? Könnte man das mal so sagen, zufällig? Wie oft muss ich den kloppen, dass der stirbt? Ha, er ist endlich, er ist tot. Jawohl, ich hab ihn. Geht doch. Vier Eisen gibt er ein. Klasse. Ich hoffe, das spawnt nicht wieder neu. Ich hoffe, das spawnt nicht wieder neu. Weil da kann ich mich jetzt wirklich hier an dem Dorf schön auslassen jetzt. Und mir alles holen, weil der Golem weg ist. Jetzt kann ich in Ruhe arbeiten hier. Sehr schön. Das gefällt mir irgendwie. Jetzt kann ich den das Dorf hier auseinandernehmen, auseinanderpflücken und kein Golem stört mich dabei. Geile Sache. Das gefällt mir jetzt. Ich habe es geschafft, einen Golem zu besiegen. Juhu! Geile Sache. Gleich mal weiter das Höck klauen. Tut mir leid, liebe Dorfbewohner, aber ich brauche das Zeug für mein Dorf, was ich mir da aufbaue. Euer Dorf heimt sich mir zwar noch ein, ja, aber ich klaue erstmal alles. Prinzipiell. Ich bin prinzipiell ein Klauschwein. Toll, jetzt wird's dunkel. Ich sollte mal schnell nach Hause gehen. Und wie gesagt, ich hoffe, dass der Golem nicht wieder neu spawnt. Weil da wird dann wahrscheinlich auch gleich wieder Akku auf mich sein. 100 Pro. Würde mich irgendwie nicht wundern. So, das andere ist ja cool. Ich war gleich mal. Aber ich gehe erstmal ins sicheres Gefilde. Wo ich mich sicher fühle. Weil hier fühle ich mich gerade gar nicht sicher. Nicht bei Nacht. Oh Gott, da kommt doch ganz ein Viehzeug schon wieder. Oh oh. Schnell weg. Und deswegen züchte ich mir auch so viel Hühner, weil da kriege ich Federn. Dann nehme ich Stacks und dann daraus kann ich mir dann wieder ganz viele Pfeile bauen. Deswegen sind die Hühner so wichtig. Weil da kann ich mich immer schön mit Pfeil und Bogen verteidigen. So, aber ich werde mich jetzt erstmal an dieser Stelle von euch verabschieden. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr wieder viel Spaß hattet beim Zuschauen der Folge und beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Let's Play Minecraft auf der PS4 mit und von eurem Darsteffen zockt. Bis dahin natürlich wünsche ich natürlich eine schöne Zeit und lasst euch nicht ärgern.
oder sonstiges. Und ja, dann bis Donnerstag zur nächsten Folge. Euer Das Steffens Zockt. Möge die Macht mit euch sein, meine Freunde, Zuschauer und treuen Abonnenten. Ciao, ciao, ciao.